Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem offiziellen YouTube-Channel der BMW Vogel Autohäuser. Es ist soweit, wir dürfen heute mal wieder einen Neuankömmling begrüßen und da steht's. Ja, wir hatten das zwar schon mal, aber weil das Ding so megamäßig aussieht, stellen wir es euch heute glatt nochmal vor. Und zwar dieses Mal in Saphir-Schwarz mit Leder-Vernasca Oyster. Ein wunderschönes BMW M240i X-Drive Coupé. Heute da steht's, das aktuelle BMW M240i Coupéle. Ich freue mich drauf, denn das Ding hier ist nicht nur genial, sondern auch ikonisch zugleich. Und warum? Ich komme direkt dazu. Ich sag's euch. Wahrscheinlich habt ihr schon oft gehört, aber wir sprechen mal wieder über diese einzigartigen Scheinwerfer hier vorne drin. Das ist das neue sogenannte BMW Two-Eye Face und soll tatsächlich an den BMW historischen 2002 erinnern. Wir blenden mal ein Bild ein, gerne auch mal in den verstaubten Büchern nachschlagen. Also war ein geiles Auto und wir beleben das Ganze hier mal wieder. Heißt für euch im Umkehrschluss nur noch eine LED-wellenförmige Strebe pro Scheinwerfer mit am Start. Normal sind es ja immer zwei Stück, dass wir auf vier kommen. Also, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, Farbauswahl. Was sagt ihr? Also das kommt schon böse. Wir haben euch den ja schon mal in Thunder Night vorgestellt, also in diesem ganz, ganz dunklen Lila. Aber hier einfach mal die Variante auf Understatement getrimmt. Alles Ton in Ton und ich muss sagen, es gefällt mir total. Gerade auch hier mit der Hochglanz-Shadowline mit erweitertem Umfang. Ganz speziell für den M240i oder auch generell, egal, M2, Normalserie. Die haben mittlerweile alle diesen innenliegenden Kühlergrill mit am Start. Dynamische Nieren sind mit integriert. Klar, der M2 hat da nochmal was Spezifischeres, aber so sieht das dann tatsächlich aus. Und die öffnen sich dann tatsächlich auch, wenn der Motor die optimale Temperatur erreicht hat. Auch das optisch genial. Technisch total überlegen, ihr wisst Bescheid, BMW M240i, das ist die Macht der Kompaktklasse. In der Serie eine M-Sport Stoßstange mit dabei, auch die natürlich sehr, sehr aggressiv, dynamisch, Design, fast schon pyramidenförmig. Und was ich total feier, die Sensorik. Also wir haben hier diese kleinen PDC-Sensoren sehr gut in die Stoßstange integriert und auch schon versteckt. Hier haben wir unseren Radar mit am Start und das sieht einfach total wuchtig aus, wenn euch dieses Ding im Rückspiegel verfolgt. Na, was sagt ihr? Felgen. 19 Zöller haben wir draufgepackt. Auch da sehr, sehr fein konfiguriert. Die 797 in MB-Color. Rote Bremssättel optional mit am Start. Da habt ihr auch noch die Qual der Wahl. Die gibt es ebenfalls noch in dunkelblau. Aber ich muss schon sagen, so ein kleines bisschen... Ja, mattes Chrom passt schon. Also das lässt die Felge wesentlich größer wirken, ist auch so ein Tipp von mir. Nicht immer alles gleich in Schwarz machen, denn so habt ihr auch noch so ein kleines bisschen Optik dabei und der Reifen sieht schon ganz anders aus. Also sehr, sehr cool gemacht. 4,5 Meter in der Fahrzeuglänge, knapp 2 Meter in der Fahrzeugbreite mit integrierten Spiegeln. Auch das amtliche Maße und die haben tatsächlich auch ihren Zweck, der BMW M240i, BMW M2 oder auch die Coupéle in der Serie, die sind für ihren einzigartigen Fahrcharakter bekannt. Kurven machen absolut Laune. Kurzer Radstand, fast schon das Go-Kart-Feeling mit am Start. Empfehlenswert. Die Beschleunigung ist genial. Also ihr habt da tatsächlich ein sehr, sehr vielseitiges Fahrzeug. Und deswegen, wir sprechen auch noch gleich über das Interieur. Da haben wir die ein oder andere Neuerung noch für euch mit am Start. Um noch gerade draußen bei der Optik zu bleiben, was ist hier auch noch neu? Einmal speziell für den M240i die angepassten Spiegelkappen mit der Strebe. Türgriffe dieses Mal in der Karosserie liegend. Dazu ausgestattet der Komfortzugang. Also auch da habt ihr nach wie vor die Möglichkeit, mit dem Daumen zu schließen und mit einem intuitiven Griff in die Türklinke zu öffnen. Schiebedach ebenfalls mit am Start. Das sogar abgetönt, genau wie die Scheiben. Die absolut richtige Wahl. Kommt mal rum.
Also wenn das nicht böse ist, Leute, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Mega. Vor allem jetzt hier im Schatten merkt man so richtig die schönen abgetönten Heckleuchten. Auch hier, ich mache es gerade noch mal an, wie bei der Front, diese wunderbare Welle mit am Start. Und dieses ganz, ganz schöne LED-Tiefrot sieht absolut hammermäßig aus. Heckklippe ist ebenfalls mit am Start. Und hier kleiner Tipp von mir, die neue Nummernschildumrandung von den Vogel Autohäusern. Und was da zu guter Letzt hier unten schlummert, ja, ich sag's euch, die Sportabgasanlage für einen wunderbaren Klang, hier passend für euer Coupele. Und wir fackeln nicht lang, bleibt mal gerade da, Jonas, wir machen das gute Stückchen mal an. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Na ihr Lieben, habt ihr das gehört? Ein Sechszylinder blubbern, so muss das sein. Und ja, da kommt einfach Freude auf. Ich habe ein Grinsen im Gesicht, weil es ist einfach Emotion pur. Man kann es nicht besser sagen. Ja, bevor ihr jetzt reinkommt, schauen wir uns noch ganz kurz mal die Türverkleidung zusammen an. Wir haben uns hier übrigens für die Ledervariante Vernasca Oyster entschieden. Da dürft ihr euch dann ebenfalls auf diese weiß belederten Akzente hier in der Tür freuen. Ganz cool mit am Start, die M-Farben als Farbtafel mit dabei und hinten auch noch dieses Muster in die Tür integriert. Auch das absolut geil gemacht, Harman Kardon für besten Klang. Der Lala ist dann auch mit am Start. Und nun schauen wir uns zusammen mal den Innenraum an. Auf, schwingt euch rein. Und wir machen direkt weiter mit den Sitzen. So sehen die dann in der Normalvariante aus. Und jetzt kommt der Clou, wenn ihr da etwas weiter konfigurieren möchtet, habt ihr tatsächlich auch noch die Auswahl zwischen dem richtig schönen M-Sportsitz, der dann auch im Schulterbereich fein nach außen geht mit integrierter Kopfstütze. Sieht auch absolut genial aus. Also das Auto lässt keine Wünsche und Träume mehr offen. Toll ebenfalls. Sitzgurt mit Naht. Wahnsinn. Und nun komm. Ja, ansonsten, ihr Lieben, ihr seht es wahrscheinlich schon auf den ersten Blick. Auch hier werden wir von unserem aktuellen und auch brandneuen BMW Operating System Nummer 8 begleitet. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Toll hierbei, wir haben den Sport Plus Modus mit am Start, um auch da das Fahrzeug noch im Wesentlichen in puncto Sportlichkeit zu verschärfen. Über die Individualkachel können wir dann auch die einzelnen Komponenten mit einstellen. Und das teilweise sogar im Sport-Plus-Bereich, gerade beim Getriebe. Mega, mega mäßig geil. Also eines meiner aktuellen Lieblingsfahrzeuge. Ich habe es, glaube ich, schon beim M2 gesagt. Aber auch das Coupé steht tatsächlich in keinster Weise nach. Also der kann tatsächlich fast schon genauso viel. Und deswegen sage ich auch oft zu meinen Kunden, hey, wenn ihr doch nicht ganz in das Thema M reinkommen möchtet, eher so dieses Alltagstaugliche sucht, nehmt den hier. Ihr kommt hier voll und ganz auf eure Kosten. Das Ding hat 374 PS und katapultiert euch von 0 auf 100 nur so nach vorne, dass es kracht. Aber da kümmern wir uns gleich unter der Motorhaube drum, denn da gibt es auch noch ganz, ganz viele verschiedene technische Daten zu entdecken. Sportlichkeit hin oder her, selbstverständlich bietet euch das aktuelle BMW M240i Coupé auch viele hilfreiche Ausstattungen für den Alltag. Da habt ihr beispielsweise einen Fernlichtassistenten mit am Start, großen Tempomat mit Abstandsregulierung, Lenkradheizung, Sprachsteuerung und. Die Liste ist tatsächlich fast schon unendlich. Hier haben wir unsere Schaltbereiche, auch hier deutlich getrennt. Auf der linken Seite alles im Punkto Fahren und hier meine Mediasteuerung mittels Joystick. Aluminiumleiste Rombickel, auch die sieht genial aus. Alternativ haben wir da die Pianolack-Interieurleiste, die dann in schwarz hochglänzend gehalten. Und gebt euch mal das hier. Seht ihr das? Diese Leiste hier in dem Rautenmuster, auch hier die M-Farben mit am Start, sieht
total genial aus. Die Ambientebeleuchtung wird dann von oben nach unten gestrahlt. Also bei Nachtfahrt ist dann die Mittelkonsole in der jeweiligen Farbe mit am Start. Da habt ihr dann die Auswahl von Grün, Blau, alles mit am Start. Ein weiteres Highlight hier in der Sonderausstattungsliste befindet sich hier oben drin. Ich zeige es euch einmal. Das ist unser Schiebedach. Tatsächlich, auch dieses ist hier für die Fahrzeugserie erhältlich. Absolut cool gemacht. Da ist das schwarze Rollo mit dabei. Könnt ihr auf Knopfdruck zumachen, dann habt ihr einen schwarzen Dachhimmel. Und dann lässt sich das auch noch hier komplett öffnen. Dass da ein bisschen Luft drankommt an die Rübe, wenn ihr mit 250 km/h über die Autobahn fahrt. Ich hoffe nicht, dass das Toupet wegfliegt. Und nun schauen wir mal zusammen unter die Motorhaube, denn da warten noch die ein oder anderen wichtigen Details auf uns. Zu guter Letzt wagen wir einmal zusammen einen Blick hier unter die Motorhaube. Und Leute, ich sag euch was, ich bin sowas von happy, dass es den hier noch gibt. Den sagenumwobenen Reihen-6-Zylinder mit 2998 Kubik, 374 PS und 500 Newtonmeter. Das ist die Macht. 4,3 Sekunden von 0 auf 100 mit Allrad. Haben wir keinen am Start, sind es 4,7 Sekunden. Lässt sich aber, denke ich, aushalten, wenn man das gute Stückchen hier drunter schlummern hat. 250 km/h Spitze. Ja, also, ihr wisst Bescheid. Kurze Frage mal an euch. Seid ihr froh, dass BMW sowas noch bietet? 8- und 6-Zylinder? Oder seid ihr eher die Menschen, die sagen, komm, mir ist der BMW Elektro lieber? Ich als Verkäufer bin froh drum, weil ich habe einfach die Power of Choice. Ich kann meinen Kunden so gut wie alles anbieten. Aber tatsächlich würde mich da mal eure Meinung interessieren. Was ist ebenfalls noch wichtig? Mit Allrad wiegt das Fahrzeug 1765 Kilogramm ohne 1710. Also auch da haben wir etwas Einsparungspotenzial im Leergewicht, knapp 55 Kilogramm. Und persönlich gesagt merkt man das tatsächlich ein bisschen. Ich persönlich bevorzuge immer den Allrad. Gerade im Punkto Alltag, wenn es doch mal von der Witterung etwas glatt wird, ist man einfach dankbar, sowas mit am Start zu haben. Das mal zu den wichtigsten Fakten hier im BMW M240i. Ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es war mir ein Gedicht. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr da Fragen zu habt, schreibt mir eine Mail, ruft mich an. Ich bin da für euch. Wenn es ganz besonders pressiert, einfach runter ins Kästchen schreiben und dann geben wir uns Mühe, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Ganz wichtig, Glocke aktivieren, Like dalassen und dann sehen wir uns spätestens nächsten Freitag zu einem weiteren BMW oder auch Mini-Video wieder. Bis dahin.